Alles halb so wild. Da lang schaltest du gleich mal um. Licht ist ja noch an, also der Lichtzauber. So, dann geht's hier rum. Das kennen wir ja alles schon. Munition. Eiszauber. Sesam, öffne dich. Au. Okay, wir müssen hier runterklettern. Dich loswerden. Sicherheitshalber hier mal aufmachen. Den anderen Kumpel gleich noch loswerden. Genau den da. Ja, das war ein schöner Angriff. So, den Stein werfen wir einfach mal. Dann kommen wir nämlich hier durch. Können hier werfen. So. Da können wir nicht. Na doch, da können wir theoretisch runterklettern. Da landen wir aber direkt vor der Tür. Und das ist blöd, wir müssten auf der anderen Seite landen. So. Ach, überladen. Hier, nehmen Schlappdapp. Nehmen einen Snack, so. Dann. Gut, wir brauchen den Stein wieder. So. Werfen den hier rüber. Und können gleich wieder diese doofe Kammer betreten. Oh. Nein, nein. Na, Mist. Au. Kann ich eigentlich gleich schon vergessen? Ah. Wie gemein. Und ja, ich wiederhole das so lange, bis ich das schaffe, weil das ist definitiv schaffbar. Ich habe es jetzt gerade schon mal geschafft, die eine Schlange zu töten. Wie gesagt, ich muss mich erstmal um die Medusen kümmern und nicht wieder in die Ecke drängen lassen. So, raus hier. Rüber auf die andere Seite. Und ich glaube, ich lasse ihn mal dann einen Barrierezauber wirken. Oh, und ich benutze mit euch am besten mal diese besonderen Tränke. Mal sehen, was das bringt, wenn ich euch metamorphiere. War das überhaupt ein richtiges Wort? So, Munition für dich. So, dass auch schön alles aufgedeckt ist. Und ich mich nicht wundere. Ja. Vergessen wir mal ganz schnell, dass das passiert ist. Das ist nicht passiert. Ganz einfach, das ist nicht passiert. Punkt. Was ist hier eigentlich? Hier ist nur eine Sackgasse zum Runterfallen. Hi Kumpel. Stirb Kumpel. Du kannst das gleich schon mal essen. Warum auch immer hier eine Fackel rumliegt. Wahrscheinlich als Ersatz für den Stein. Nehmen wir die Fackel einfach mal mit. So.
Gut, darüber können die Fackel einsacken. So. Du machst Sphäre. So. So, gut. Die da ist schon mal kurzzeitig ausgeblendet. Au. Okay. Genau du. Oh. Kein Problem. Wir haben einen Kristall. Den benutzen wir jetzt einfach mal. So. Gut. Böser Blick sind wir ausgewichen. Wow, nicht auf die Falle drängen lassen. Und eigentlich nicht einkesseln lassen. Level up, sehr schön. So. Hinkt irgendeiner hinterher? Nein. Nur mein Bueno hier ist vergiftet. Zwei Leute sind vergiftet, egal. So. Wir sind alle losgeworden, die wir loswerden wollten. Und müssten jetzt das Schwert befreit haben. Ancient Claymore, bist du... Heavy Two-Handed Weapon. Ja, tu mich auch. Ah. Gut. Ja, ich weiß, ihr beiden seid verwundet. Hier war auch ein blauer Kristall, ja. Hier war auch ein blauer Kristall. Zu dem wollen wir mal kurz. So, darüber. Ach, da müssen wir uns hier wieder durchteleportieren. Jo. Und da müsste der hier rum sein, genau. Nur kurz heilen, dann speichern wir oben am anderen nochmal richtig. So. Weil jetzt mache ich erstmal das Level Up Skills. Du Armor. Du auch Armor. Du Athletics. Nö, eigentlich du Dodge. Dodge, okay. Kannst du gut gebrauchen. Evasion ist ziemlich niedrig bei dir, muss ich sagen. Und du Air Magic. So, in der Hoffnung, dass das hier jetzt geht. Bingo. Das ist mein liebster Zauberspruch. Vor allem für Einzelgegner. Der wäre jetzt sogar ziemlich praktisch gewesen, den zu können. So, jetzt wollen wir... Hä? Ach, nee. Nee, jetzt will ich erstmal kurz hier noch mal gucken. Es muss doch eine Lösung für dieses Rätsel hier geben. Dumm, dumm, dumm. Hier kann man nicht öffnen. Ich kann auch nicht einfach hier werfen und da runterspringen. Nein. Und ich wüsste nicht, wie ich den Teleporter deaktivieren könnte. Oh, hier liegt noch was zu essen. Wer braucht? Du brauchst. Weil ist Tatsache, dass da die eine Tür ist, wo der Teleporter immer im Weg ist. Also ja, genau die Tür hier. Mach mal neues Licht. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, irgendwie die Tür ohne Teleporter zu öffnen. Hier ist jedenfalls keine.
Und so komme ich da auch nicht richtig ran. Der teleportiert mich nur wieder zurück. Ja. Muss doch eine Lösung für das Rätsel hier irgendwo geben. Nee, hier ist keine Druckplatte und auch kein Knopf. Es muss also irgendwie mit den Druckplatten gehen. Kann ich hier irgendwie... Was passiert, wenn ich jetzt da was reinstecke? Kann ich nicht. So, wenn ich... Nein, da ein Stasefeld zu machen, bringt auch irgendwie nichts. Nebenbei bist du eigentlich... Du bist schlechter im Allgemeinen, oder? Du bist schneller und wir könnten die Spezialfähigkeit von dir benutzen. Cleave. Warum nicht? Probieren wir es einfach mal aus. Bis wir einen Punkt in Critical, was ich eigentlich machen wollte, vergeben haben. Okay, da durchwerfen kann ich nicht. Mit der Fackel hier hat es hoffentlich auch nichts zu tun. Hier vielleicht irgendwas drin, aber die Wände sehen alle so nach knopflos aus. Oder? Nee, hier ist bloß das Oberlicht. Mist. Und hier drin war ja auch nichts mehr Besonderes. Ne, hier war bloß das super Schwert, was wir jetzt haben. Was wir aufladen können. Das hat nichts gebracht. So, teleportieren wir uns mal kurz zurück und sammeln unseren Stein wieder auf. Ich kann auch nicht den Teleporter irgendwie einfrieren, oder? Doch, kann ich, aber dann kann ich nicht mehr durchgehen. Das macht nur den anderen Teleporter aus. Hier was rumzuwerfen bringt auch nichts. Das teleportiert mich nämlich direkt hier hin. Hier sehe ich auch nirgends einen Knopf. Au. Du hast dir die... Naja, okay, du hast dir die Haxen gebrochen. Hier einfach was durchzuwerfen, hat auch nichts gebracht. Okay, ich sehe schon. Ich habe gerade eine Druckplatte gesehen. Das bedeutet... So, runter bitte. Genau. Potion of Willpower. Wer hat, bräuchte denn Energy? Du hast 69, 69, 130 und du hast sowieso genug. Dann kriegst du den Ball. Kannst du öfter mit deinem Claymore zuschlagen. So, Gift Potions. Okay, das müssten wir dann da liegen lassen. Gib mal die Gift Potions her. So, die brauchen wir nicht unbedingt. Das möchte ich gerne behalten. So. Von hier aus dürfte ich leichter wieder hochkommen zum blauen Kristall.